Heidis Mädchen laufen wieder. Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel startet endlich. Und es gibt gleich viel nackte Haut zu sehen, denn gedreht wurde in diesem Jahr in der Karibik. GNTM geht in die 13. Staffel. Mit dabei sind Heidi Klum, Thomas Hajo und Michael Michalski. Gedreht wurde in der Karibik. Das Wichtigste in Kürze: Modelmama Heidi Klum sucht wieder Germany's Next Topmodel. Für den Start der 13. Staffel geht es dieses Jahr erstmals in die Karibik. Doch bevor es in die Sonne geht, müssen die Mädels zunächst beim Casting überzeugen. Dabei bleibt vor allem eine Kandidatin in Erinnerung. Claudia kommt ohne Haus auf den Laufsteg. Ihre Begründung ist kurios. Ihr Kumpel, der sie zum Casting begleitet hat, habe ihr dazu geraten. Thomas und Michael sind sogar kurz sprachlos. Punkt 23.26 Uhr. Damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen eine gute Nacht. Ausrufezeichen 23.25 Uhr. Im Team Michael sind noch 14 Mädchen. Punkt 23.21 Uhr. Die letzten Mädchen ziehen in die nächste Runde ein. Thomas bleiben noch 15 Kandidatinnen. Punkt 23.19 Uhr. 10 Mädels warten noch auf die Entscheidung. Punkt 23.15 Uhr. Der hat eine ganz andere Seite entwickelt, meckert Michael nun über Thomas. Der versucht, Michi noch zu beruhigen. Lass mich jetzt, ich muss mich konzentrieren, faucht der Designer dann. Punkt 23.13 Uhr. Auffällig: In diesem Jahr haben viele der Mädels Tattoos. Das gab es sonst auch nicht. Punkt 22.57 Uhr. Pro7 gibt erneut in die Werbung ab. Punkt 22.53 Uhr. Dann entbrennt ein Streit zwischen den Teams. Man kann nicht streiten, wenn man nicht auf einem Niveau ist, sagt Soraya. Der Spruch hat auf jeden Fall gegessen. Punkt 22.51 Uhr. Zoe kann bei den Fotos nicht überzeugen, wird aber für ihr Outfit gelobt. Sie loben mein Outfit und lassen mich wackeln, motzt sie danach und zischt ab. Sie sagt, sie ist 18 und benimmt sich wie 12, lästern die anderen Kandidaten. Der Zickenkrieg geht los. Touristin platzt in die Dreharbeiten. 22.48 Uhr. Am Strand platzt plötzlich eine Frau in die Dreharbeiten. Was dreht ihr denn hier? Fragt sie. Wir drehen Germany's Next Topmodel, sagt Heidi. Nein, tut ihr nicht, sagt die Frau ungläubig. Das ist wie, wenn dich im Flugzeug jemand fragt, fliegst du auch nach New York? Nee, ich steige unterwegs aus, motzt Michael. Punkt 22.43 Uhr. Victoria kommt in Turnschuhen zum Shooting. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Dennoch reicht es für die nächste Runde. Punkt 22.33 Uhr. Du bist einzigartig, findet auch Heidi. Dann geht es mal wieder in die Werbung. Punkt 22.31 Uhr. Die Teilnehmerin ohne Haus sorgt auch dieses Mal mit ihrem Outfit für Aufsehen. 22.24 Uhr. Ich finde es wichtiger, dass du nach Hause zu deinem Sohn gehst, schickt Heidi die Teilnehmerin mit dem zweijährigen Sohn zurück nach Deutschland. Im Falle eines Druckverlustes fallen Sauerstoffflaschen aus der Kabine. 22.20 Uhr. Valerie ist Stewardess und soll auf dem Laufsteg eine Sicherheitsunterweisung geben. Leider geht es völlig in die Hose. Hier ein kleiner Auszug. Im Falle eines Druckverlustes fallen Sauerstoffflaschen aus der Kabine. Ja. Punkt 22.19 Uhr. Es geht rund. Hier wird gecastet wie am Fließband. Punkt 22.16 Uhr. Heidi sieht sie nicht als Model, doch Michael verteidigt seine Kandidatin. Sie wackelt nun. Punkt 22.14 Uhr, nun ist Gerda dran. Sie kommt in Badeanzug, Kappe auf dem Kopf und High Heels. Thomas lästert gleich mal über das Outfit. Ihm gefällt es gar nicht. Ich finde das Outfit nicht so, steckt er Michael. 22.13 Uhr, die ersten beiden Mädels kommen gleich mal weiter. Wie passend, dass Trixie auch noch Geburtstag hat und 18 wird. Was für ein Geschenk. Punkt 22.10 Uhr, wer Heidi in dieser knappen Minute überzeugt, läuft direkt im Anschluss vor den Juroren und am Traumstrand über den Catwalk um den Einzug in die nächste Runde. Punkt 22.08 Uhr, gleich die erste Challenge hat es in sich.
präsentieren Thomas Michael im ersten Durchgang ihre 50 Nachwuchsmodels, die am Strand gleich ihr Talent unter Beweis stellen müssen. Bei einem Shoot und Walk versuchen sie in ihrem Lieblingsoutfit Heidi in einem Shooting mit ausdrucksstarken Posen für sich gewinnen. Doch dafür haben die Kandidatinnen gerade einmal 60 Sekunden .21.57 Uhr. Bevor sie die ersten Mädchen nach Hause schicken kann, geht es mal wieder in die Werbepause .21.54 Uhr. Heidi kommt und erntet natürlich Applaus .21.52 Uhr. Sarah findet sich schrecklich und langweilig. Das bleibt Michael natürlich nicht verborgen. Glaube an dich, denn ich glaube an dich. Sonst wärst du nicht hier, baut er sie auf .21.48 Uhr. Kandidatin Zoe ziert sich und will nicht fotografiert werden. Ich kann das nicht, sagt sie .21.47 Uhr. Bei Michael sollen die Mädels laufen. Bei Thomas hingegen steht das Posing im Vordergrund .21.44 Uhr. Die Mädels werden auf das erste Treffen mit Heidi vorbereitet, denn die will gleich richtig aus 7.21.42 Uhr. Soraya wurde als Junge geboren und glaubt, eine Bereicherung für die Sendung zu sein. Wir freuen uns drauf. 21.40 Uhr, sie ziehen in benachbarte Teenhäuser. Es ist so schön, schwärmen sie .21.39 Uhr. Die 50 schönsten Mädchen fliegen in die Karibik .21.35 Uhr. Die letzte Kandidatin in Team Michael ist tatsächlich das Mädchen ohne Haus. Sie wird ihrem Kumpel für seinen Ratschlag wahrscheinlich noch ewig dankbar sein. .21.25 Uhr. Sie ahnen es bereits. Es geht mal wieder in die Werbepause. .21.23 Uhr. Viola hat einen 2-jährigen Sohn. Die beiden Juroren zweifeln. Doch Viola würde ihr Kind auch bedenkenlos einen längeren Zeitraum bei ihren Eltern lassen. 21.20 Uhr. Das nächste Mädchen kann sich zwischen Team Michael und Team Thomas entscheiden und bricht Thomas mit ihrer Entscheidung das Herz. Michael holt langsam auf .21.16 Uhr. Die nächste Kandidatin will sich offenbar in die nächste Runde weinen. Ich kann auch nochmal laufen oder meine Haare öffnen, fleht sie. Doch das hilft nicht. Ausrufezeichen. 21.15 Uhr. Zwei beste Freundinnen kommen zum Casting und landen beide in Team Thomas. Ob das gut gehen kann? Zusammen hält uns niemand aus. Kündigen Sie jetzt schon an. .21.09 Uhr. Die nächste Kandidatin kommt ohne Haus auf den Laufsteg. Ihre Begründung ist kurios. Ihr Kumpel, der sie zum Casting begleitet hat, habe ihr dazu geraten. Die beiden Juroren sind sogar kurz sprachlos. Wir können es verstehen. 21.06 Uhr. Man muss das Gefühl haben, dass das Model die Designs mit Leben füllen kann, erklärt Michael. Hätten Sie es gewusst? 20.54 Uhr. Zack, es geht bereits in die nächste Werbepause. 20.53 Uhr. Thomas und Michael kämpfen um die Gunst der Mädchen. Bisher scheint Thomas die Nase leicht vorne zu haben. 20.47 Uhr. Wie alt bist du? Wird Kandidatin Pia gefragt. Bei der Antwort muss Michael schlucken. Ist man mit 22 wirklich schon zu alt für die Branche? 20.46 Uhr, es wird gecastet, bis nichts mehr geht. 20.42 Uhr, leider schafft sie es nicht in die nächste Runde. Im Gegensatz zu der Fitnesstrainerin mit dem netten Freund. Zieh den Bauch ein. 20.40 Uhr. Ich musste lernen, mich schön zu finden, sagt das nächste Mädchen. Sie hat eine Pigmentstörung und nun endlich den Mut gefunden, sich zu bewerben. 20.29 Uhr. Bereits jetzt geht es in die erste Werbepause. Das ist ja hier schlimmer als bei RTL. 20.26 Uhr. Kandidatin Gerda will vom Fitnessstudio auf den Laufsteg. O7 zeigt einen Einspieler über sie und ihren Freund. Zieh den Bauch ein, sagt er ihr. Das muss Liebe sein. 20.24 Uhr. Zeitsprung zum offenen Casting in München. Thomas und Michael sollen passende Mädchen auswählen. Das werden sie doch hinbekommen. 20.20 Uhr. Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass im Vorspann immer nur Heidi Klum zu sehen ist?
Die Sendung ist nichts anderes als Werbung für die 44-Jährige. Nach wenigen Minuten gibt es bereits die erste schlecht inszenierte Szene 20.19 Uhr, das Zusammentreffen der drei Juroren wird natürlich mal wieder filmreif inszeniert. Heidi wartet in der Karibik in einer Villa auf die Jungs und springt ihnen in die Arme, als sich die Tür endlich öffnet. Ich hab euch so vermisst, säuselt sie. Das ist einfach nur schlecht gemacht. Ausrufezeichen 20.17 Uhr. Die Vorschau verspricht schon mal Dramatik pur. Aber so kennen wir Heidi Klum und ihre Jungs ja bereits. 20.15 Uhr. Chips auf den Tisch und Bier in die Hand. Es geht wieder los. Im Video, unsere Handys waren sofort weg, Kandidatin enthüllt, wie es am Topmodel-Set zugeht, SubTV.